Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Martin Hüppe. Ich spreche heute für den VDS Bildungsmedien hier. Und zunächst mal möchte ich mich bedanken für die Einladung, also dass auch wir, die Verlage, die ja bislang in den Präsentationen schon eigentlich fast der Vergangenheit zugeordnet worden sind, doch hier wenigstens noch sprechen dürfen. Der VDS Bildungsmedien, um das hier auch zu erklären, ist der Verband, das Organ der Schulbuchverlage. Da sind etwa 70, 80 Einzelunternehmen versammelt, die im Grunde genommen die Branche in Deutschland ausmachen. Das ist eigentlich eine ziemlich vollständige Versammlung. Gut, ich will einfach mal versuchen, einen Blick aus unserer Perspektive auf das Geschehen zu werfen. Bevor ich anfange, möchte ich aber doch noch kurz auf die Vorredner eingehen. Das ist mein Privileg, was ich habe. Ich kann zwar nicht mehr steigern, aber vielleicht doch kurz auf die Vorredner eingehen. Professor Breiter, Sie waren in allem, fand ich fantastisch, wirklich fantastisch. Nur an einer Stelle möchte ich Ihnen widersprechen. Und zwar mit Blick auf den User-Generated Content. Also das muss ich machen, das ist mein Job, ich bin Verleger. Aber ich glaube, ich rede auch ein bisschen aus Erfahrung und auch aus der Wirklichkeit heraus. Also ein Lernsystem für den Englischunterricht zu bauen, da brauchen wir in der Regel 7 Jahre für. Da sind pro Jahrgang ungefähr zwischen 100 und 200 Leuten beteiligt. Ob das User-Generated klappt mit der Vokabel- und Grammatikprogression. Also an Medienelementen nur für einen Jahrgang haben wir ungefähr mittlerweile 27 pro Jahr mal 6 Jahrgänge, die aufeinander aufbauen. Da gehören Audio-CDs dazu, da gehören DVDs dazu, da gehören E-Workbooks dazu, da gehört Unterrichtssoftware dazu, da gehört Lehrersoftware dazu, da gehören die Schülerbücher dazu, da gehören die Lehrerbücher dazu und so weiter und so fort. Ich glaube, solche Konzepte, auch in der Mathematik könnte ich mir vorstellen, dass man ähnlich kompendisch denkt, lassen sich, glaube ich, User-Generated nicht so leicht erzeugen. Also das ist auch ein Irrtum, auch wenn man User-Generated mal transformiert auf den Begriff Wikis oder ähnliche Dinge. Auch dort passiert ja was ganz anderes. Es ist User-Generated, aber es entstehen neue Geschäftsmodelle. Auch Wiki wird finanziert. Wiki lebt von Spenden. Das ist ein anderes Geschäftsmodell, aber dahinter steckt Geschäft. Zwar gemeinnütziges an dieser Stelle, aber es muss finanziert werden. Ein anderes Beispiel, auch ein Internetbeispiel, die New York Times zum Beispiel an dieser Stelle, ich weiß, dass Wikipedia gemeinnützig ist, aber es wird trotzdem finanziert, es muss gespendet werden. Ohne Spenden würde es kein Wikipedia geben. Deswegen ist es ein Modell, was da unterlegt ist. Ein anderes sehr gutes Beispiel, die New York Times, die hatte ein Abo-Modell im Internet. Also eins, die haben verkauft, ihre Zeitung im Internet verkauft, haben damit 14 Millionen Dollar im Jahr gemacht. Die haben das jetzt freigeschaltet, also auf diesen Umsatz verzichtet, weil sie glauben, sie können mit Werbung verdienen. Also auf gut Deutsch gesagt, über Google und die AdWords und Klicks und so weiter und so fort lässt sich mehr Geld verdienen als mit Abos an dieser Stelle. Was haben wir hier? Wir haben eine Veränderung von Geschäftsmodellen. Geschäft wird aber gemacht, weiterhin. Und wollen Sie das für Schule? Also es ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich an diese Frage Geschäftsmodelle, Lizenzen und so weiter denke. Ist das der Weg für die Schule der Zukunft? Werbefinanzierter Content, wollen Sie das? Ist eine andere Frage. Ich werde Ihnen nachher erzählen oder ich komme in meinem Vortrag noch drauf, warum ich das hier an dieser Stelle so anspreche. Blick, also Sie hatten sehr schön bei Ihren Wünschen das Thema Bezug auf Werkzeuge. Ja, das machen wir. Das machen wir. Wir nehmen Bezug auf die realen Werkzeuge in Schule. Das führt dazu, dass die Supportabteilung in meinem Bereich größer ist als die Entwicklerabteilung. Also schlicht und ergreifend, wir müssen dann wirklich mit jeder Schule einzeln reden. Wie kriegen wir eure Werkzeuge unterstützt? Ein sehr schönes Beispiel hier aus dem Land Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja diese Großprojekte gemacht, selbstorganisiertes Lernen in der gymnasialen Oberstufe. Da haben wir auch Offline-Content entwickeln müssen. Also allein, weil wir sonst die Rechte nicht bekommen hätten. Es waren Filmrechte drin und so weiter und so fort. Die kriegt man nicht fürs Internet oder für netzbasierte Angebote oder man kann sie nicht bezahlen. Und wir mussten dann mit den 180 Gymnasien in Einzelgespräche gehen, wie wir denn das Zeug dann in die Netzwerke reinkriegen. Das ist die Konsequenz, das ist die Realität und das haben Sie, finde ich, sehr gut herausgearbeitet. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und damit komme ich zum dritten Vortrag. Ja, Sie haben recht. Raus mit der IT aus der Schule, ein Breitband-Internetanschluss genügt, anstatt Klassenraumprinzip, Lehrerraumprinzip, eine interaktive Tafel rein und die Welt ist gut. Abgesehen davon, dass Sie auch im zweiten Teil, also im Blick auf die Modularität der Inhalte und die Bezugnahme der Inhalte aus meiner Sicht als Softwareingenieur, der ich nicht bin, aber soweit ich was davon verstehe, auch recht haben. So, aber jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich vorhatte zu erzählen. Digitale Lehr- und Lernmittel, worüber reden wir eigentlich? Wir hatten das Problem vorhin schon, es sind Lernmittel und Lehrmittel. Also beides zugleich, das führt in das Thema, was Sie, Herr Breiter, hatten, nämlich innere und äußere Schulangelegenheiten, aus meiner Sicht eine Katastrophe. Die steht aber im Grundgesetz, die können wir nicht wegdiskutieren.
Das ist kein Witz, das ist eine grundgesetzliche Festlegung, das ist eine Realität, mit der wir uns noch absehbar auseinandersetzen müssen und also auch mit der Komplexität des Marktes. Und der Markt ist mindestens so komplex, wie Sie ihn beschrieben haben. Was wir darunter verstehen, ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben tatsächlich mittlerweile komplexeste Arrangements mit eigener Nutzerverwaltung und all dem Unsinn, den wir eigentlich gar nicht machen sollten und auch gar nicht machen wollen, weil wir wollen ja Content machen eigentlich, bis hin zu ganz einfachen Downloads, also PDFs und so weiter, Word-Dokumente. Das ist ein riesengroßes Spektrum. Die Entscheidung fällt aus unserer Sicht in der Regel über den eigentlichen Einsatz im Unterricht der Lehrer. Allerdings erst häufig eben nicht der Einkäufer, weil die Einkäufer sind oft die IT-Abteilungen der Kommunen. Also da haben wir auch ein Gap, also das Gap, was Sie schon herausgearbeitet haben, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Hier habe ich mal so ein bisschen aufgezeichnet, wo wir Anwendungsszenarien haben und was wir wie unterstützen. Ich will auf diese Folie jetzt im Detail nicht eingehen, aber hier ergibt sich schon ein relativ komplexes Bild. Auch über die unterschiedlichen Szenarien, wie und wo ein Lehrer oder wie Schule, Unterricht, Software, in Schule Software genutzt werden kann. Das ist auch eben nicht einheitlich, sondern extrem heterogen. So heterogen wie in der Konsequenz dann auch unsere Angebote. So, hier habe ich mal eine Folie, also die nochmal versucht zu zeigen, was tatsächlich stattfindet. Wir haben zwei Szenarien, die wir unterscheiden, also als verlagert mindestens. Wir haben die Unterrichtsvorbereitung, das ist der Lehrer zu Hause oder auch vielleicht, also man könnte jetzt auch den Schüler zu Hause nehmen, und wir haben den Unterrichtseinsatz. Was die Unterrichtsvorbereitung angeht, der Lehrer ist dabei, er nutzt den Computer für die Unterrichtsvorbereitung. Das macht er sogar massenhaft. Also es gibt kaum noch Lehrer, die mir mindestens bekannt sind, die nicht selbst am Computer sitzen und etwas aus dem Internet ziehen. Sie haben das so schön gesagt, Google, also da bin ich völlig bei Ihnen. Die Googleisierung, die hat den Lehrerschreibtisch zu Hause eingeholt. Eindeutig. Und das ist auch tatsächlich, wir haben das auch mit Interviews und allem möglichen, mit Umfragen rausgearbeitet. Google ist das meistgenutzte Instrument von Lehrern heute. Das ist eine Realität. Über die Qualität kann man natürlicherweise streiten, aber es sind tatsächlich nicht wir, sondern eben Angebote wie Google-Suchmaschinen, die am stärksten genutzt werden. Unterrichtseinsatz hatten wir vorhin schon halt, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Das ISB in Bayern hat eine Umfrage unter 5000 Lehrern gemacht, die kommen zu dem Ergebnis, dass es immerhin doch schon ca. 20% sind, die regelmäßig im Unterricht Software nutzen. Wir selber als Verband aus unserer Marktperspektive gehen eher von 10% aus, die regelmäßig nutzen. Das sind so die Werte, die wir von unsere Schulberater über Umfragen, auch über unsere Verkäufe etc. Ermitteln. Gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Halt, wir sehen hier unten auch die Ausstattung, das kam ja heute schon mehrfach der Punkt. Die Ausstattung in Deutschland ist mittlerweile gut. Es gibt allerdings mittlerweile auch Landesrechnungshöfe, die diese gute Ausstattung kritisieren, weil die ganz einfach sagen, ja, Hardware wird gekauft, aber die vergammelt in den Schulen, die steht da einfach nur rum und wird nicht genutzt. Scheinbar mal die falschen Szenarien. Oder es gibt andere Gründe, zu denen komme ich gleich noch. Sehr interessanter Punkt übrigens, das hat sich in den letzten 5 Jahren, also das ISB hat diese Untersuchung öfters gemacht in Bayern, so gut wie gar nicht verändert. Wir haben keine Bewegung mehr im Markt. Der ist irgendwie statisch geworden, stehen geblieben an dieser Stelle. So, was sind die Rahmenbedingungen oder wo liegen eigentlich aus unserer Perspektive mindestens die Ursachen? Erstens und ganz wichtig, Lehrer haben heute andere Probleme. Also die haben einen Reformdruck auszuhalten im Moment, der seinesgleichen sucht. Also auch Nordrhein-Westfalen ist dafür ein recht gutes Beispiel. Viele dieser Reformen sind richtig, aber sie fordern den Lehrern ganz, ganz enorm. Ich mache das unserem eigenen Versuch hier in Nordrhein-Westfalen mal deutlich. Wir hatten hier selbstorganisiertes Lernen in der gymnasialen Oberstufe mit dem Kultusministerium zusammen, ja als Versuch, mit E-Learning wollten wir das machen. Wir haben zwei Dinge zusammengebracht. Wir haben digitale Medien und einen Reformansatz zusammengebracht. Das war doppelt komplex und von daher für die Lehrer sehr schwer verständlich. Sie mussten zwei Dinge lernen. Neu Unterricht machen, auf eine andere Art und Weise und gleichzeitig sich mit solchen komplexen Dingen wie Lernplattformen auseinandersetzen. Ich bin persönlich der Meinung, dass es am leichtesten ist für einen Lehrer, sich mit IT auseinanderzusetzen, wenn er das tun kann, was er klassisch macht, nämlich vorne unterrichten über eine Tafel. Ich halte sehr viel von der interaktiven Tafel als Einführungsszenario von digitalen Medien in Schulen. Haben übrigens andere Länder auch schon sehr erfolgreich geschafft, zum Beispiel UK an dieser Stelle. Also weniger komplex, sondern auch mit einfachen Mitteln an dieser Stelle hantieren.
Darauf orientieren sich im Moment auch viele unserer Angebote im Übrigen. Nicht nur eben, also sehe ich bei allen großen Verlagshäusern, dass wir immer mehr machen für Lehrer, die das dann auch mit dem Beamer nutzen oder eben halt über solche interaktiven Tafeln gegebenenfalls nutzen können, wenn es die denn in Deutschland geben würde. Wir haben eine Tochter in Tschechien, fällt mir gerade ein. Da hat der Staat jetzt alle Schulen mit interaktiven Tafeln ausgestattet. Das hat zu einer völligen Veränderung der Situation geführt, auch der Marktsituation. Alle Anbieter mussten auf einmal Inhalte erzeugen. Gleiches übrigens in Finnland, habe ich auch mit einem Kollegen letztens zusammengesessen, stimmt, der hat mir das auch erzählt. Da hat der Staat das auch auf einmal flächendeckend eingeführt. Da sagte er mir, wir hatten gar nichts dafür. Und er musste nach England reisen, um da Content einzukaufen, um diese Tafeln bedienen zu können. Also das ist schon eine interessante Entwicklung, weil solche Szenarien sind mittlerweile auch technisch so ausgereift, dass sie eingesetzt werden können. Anderes Problem, Schulorganisation. Klassenraumprinzip, 45-Minuten-Takt, das ist für Technik tödlich. Schlicht und ergreifend tödlich. Die haben die Rechner hochgefahren, dass die Stunde schon vorbei. Punkt. Ich war irgendwann letztens in den USA, da gab es kein Klassenraumprinzip, sondern Lehrerraumprinzip. Der Lehrer hatte sein Notebook, hatte seine interaktive Tafel und das war super. Also der im Geschichtsunterricht surfte der dann von einer Website zur anderen, das lief ganz klasse. Also im Matheunterricht hatten sie das Schulbuch dann, das fand ich sehr schön, auf dem Interactive Whiteboard und die Lehrerin zeigte daran dann Aufgaben und so weiter und so fort. Ganz selbstverständlich. Einfach nur Umwandlung von Klassenraumprinzip auf Lehrerraumprinzip. Und schon hat jeder Lehrer seinen eigenen Rechner im Raum, hat vielleicht einen Breitband-Internetanschluss und die Welt ist super. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Mangelnde Qualifikation der Lehrkräfte. Auch heute ist dieses Thema Medienpädagogik nicht Regelthema der Lehrerausbildung. In der Lehrerweiterbildung ist einiges getan worden, das weiß ich, die ganzen Intel-Programme etc. Aber was haben die eigentlich zum Inhalt? Was vermitteln die? Vermitteln die Medienpädagogik oder vermitteln die nicht, wie gehe ich mit Word um? Und aus meiner Sicht ist die Weiterbildung bei Lehrern im Moment dabei angekommen, denen erstmal Word beizubringen und nicht, wie sie denn tatsächlich die Geräte auch im Unterricht mit ihren Schülern nutzen. Fehlt komplett. Und das Schlimme ist, wir haben jetzt einen großen Generationswechsel. Die neue Generation, Lehrergeneration, kann das genauso wenig wie die jetzige. Und wird dabei immer weiter allein gelassen, auch nicht abgeholt. Wir müssen mittlerweile, wenn wir selber solche Medien in den Markt bringen, eigene große Fortbildungsveranstaltungen machen, um überhaupt erstmal klarzumachen, wie das gehen kann. Was Sie da zum Schluss gezeigt haben, wir haben sowas im Angebot, digitale Stoffverteilungspläne nennen wir das. Geben Sie sowas mal einem Lehrer. Also es gibt ein paar IT-Affine, die verstehen das dann, was damit gemeint ist. Aber der normale Lehrer guckt da drauf und macht 3 Fragezeichen. Also das ist die Realität, von der wir im Moment auch ausgehen müssen. Ja, Technostress hatte ich gerade schon ein bisschen erwähnt. Und natürlicherweise unzureichende Etats für Beschaffung von Software. Also diese Etats sind ja keine klassischen Lernmittel-Etats. Also in Bayern zum Beispiel, um das mal auch wieder zu erläutern, dürfen die Schulen aus den Lernmittel-Etats definitiv keine Software kaufen. Die dürfen nur Bücher kaufen. Das steht explizit im Erlass so drin. Und wir haben da wieder das alte Thema, innere, äußere Schulangelegenheiten. Äußere Schulangelegenheiten, das ist dann eher Kommune und die hat dann die Software-Etats und die inneren, das läuft dann über die Fachkonferenzen und die darf dann wieder nur Bücher kaufen. Also hat man sehr häufig, in jedem Bundesland ein bisschen anders, aber in der Regel immer das gleiche Problem. Wir kriegen das nicht kombiniert, also auch dadurch schlecht Gesamtszenarios. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie das denn tatsächlich bei uns in der Branche mit den Umsätzen aussieht. Und wenn Sie da mal diese kleinen Bereiche Lernsoftware und Unterrichtssoftware nehmen, dann sind das gerade mal 1% Unterrichtssoftware und 4% Lernsoftware. Der Rest ist klassisches Printmaterial oder Lernhilfen. Selbst der Lernsoftwarmarkt, der bis 2000 sich wirklich gut entwickelt hat, ist in den letzten Jahren zusammengebrochen. Den gibt es nicht wirklich. Hier haben wir das Ganze mal übersetzt in letzten Endes Zahlen. Und wir hatten im Jahr 2000 sogar mal einen kleinen Peak. Aber wenn Sie sich die Zahlen mal angucken, in die IT-Infrastruktur wird in etwa im Jahr bundesweit knapp 1 Milliarde Euro gesteckt. Also schulische IT-Infrastruktur, das ist so die Größenordnung. Softwareausgaben der Schulen, und da habe ich schon die Microsofts dieser Welt mit einbezogen, liegen im Moment bei 36 Millionen. Relationieren Sie das mal im Kopf, so ein bisschen. Und vor dem Hintergrund frage ich mich, warum wir uns wundern, dass so wenig in Schule passiert. Gut, gucken wir mal an, was wir gemacht haben in den vergangenen Jahren.
Vorhin kam mal die Zahl hoch, 1800 Produkte in Bremen war es, glaube ich, oder sowas, die da erhoben worden sind durch Ihre Studenten. Das kann stimmen, das durchaus. Wir haben bei uns in der Branche mal erhoben, was wir in unseren Backlists haben. Backlists, das sind sozusagen unsere Programme, die wir schon entwickelt haben, die wir noch abverkaufen. Das sind allein bei den Bildungsmedienverlagen über 5000 Titel, Produkte, Softwareprodukte, die wir anbieten. Und jedes Jahr kommen da in etwa 500 dazu. Also wir hören nicht auf, wir geben es nicht auf. Wir können auch nicht aufgeben, weil wir das allein aus Wettbewerbsdruck heraus machen. Wir benutzen das oft als Differenzierungsmerkmal. Also einer hat ein bisschen mehr Software, schickere Software und kriegt dadurch vielleicht ein Schulbuch mehr verkauft. Das ist aber dann das Argument, nicht das Geschäft, sondern eher das Thema Differenzierung im Markt halt an dieser Stelle. Ja, es liegt als Backlist vor. Wir haben aber scheinbar auch ein Problem, wir kriegen das nicht vermittelt, wir kriegen das nicht in die Schulen rein. Also wir kriegen, Sie sagten das vorhin so schön, wir bräuchten irgendwo Portale, wo wir uns erklären. Es gibt sowas. Zusammen mit dem Verband hat das IBI, das Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft, so ein Lernsoftware-Atlas aufgemacht. Kriegt das aber irgendwie auch nicht erfolgreich an die Eltern. Kriegt den Zugang, die Vermittlung fehlt. Der gesamte Prozess, der Kommunikationsprozess, den man da braucht, der scheint nicht zu funktionieren. Wir überlegen selber oft, wie kriegen wir das hin. Haben aber oft das Gefühl, dass wir durch diese Differenzierung in unseren Märkten nirgendwo Orte finden, die so stark sind, dass man darüber eine globale Kommunikation aufbauen kann. Da sind wir wieder in dem Problem 16 Länder mit Schulträgern und so weiter und so fort, dieser ganzen Komplexität, die dieser Markt hat. Das ist tatsächlich in UK anders. UK hat BECTA. Ich kenne die BECTA sehr gut. Und die machen da eine andere Politik als wir hier, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie zentral sind. Aber nochmal, das können wir hier beklagen und beklagen und beklagen, das bleibt so, es wird sich nicht ändern. Das ist unsere Realität und wir müssen aus der Realität heraus Handlungsstrategien entwickeln. Also auch an dieser Stelle. Von daher nochmal, ich begrüße diesen Ansatz heute hier, dass wir uns zusammensetzen und überlegen, wie das denn gemeinsam laufen kann in der Perspektive. Gleichwohl, ich halte ihn für schwierig. Ich weiß auch, dass hier in Nordrhein-Westfalen verschiedene Fraktionen auch auf der Ebene Schule, Land, Kommune und so weiter existieren, die auch verschiedene Ansätze verfolgen. Heute sind ja schon ein paar in Ansätzen hier deutlich geworden und es wird und bleibt schwierig. Aber ohne diese Einigung, ohne einen Prozess der Verständigung wird nichts passieren. Da bin ich mir mittlerweile sicher und ich mache dieses Geschäft Lernsoftware seit 20 Jahren. Also von daher habe ich gewisse Erfahrungen und komme auch aus einer euphorischen Situation, Grundsituation heraus. Bin aber ziemlich am Boden der Realität angekommen. Also gerade was Deutschland angeht. Ich habe letztens auch eine Studie in die Finger gekriegt, irgendwo, wo die 7 europäische Länder verglichen worden mit Blick auf den Stand der Entwicklung. Deutschland ganz hinten, in jeder Beziehung. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das schafft jedes kleine Nachbarland besser als wir hier. Ja, was können wir tun? Im Grunde genommen sind die Sachen schon genannt worden. Schulorganisation, Qualifizierung halte ich für einen Schlüssel. Also ohne, dass der Lehrer, der den Unterricht vor Ort gibt, es kann, geht's nicht. Also das muss man sich immer klar machen. Der wichtigste Mensch in der Schule ist der Lehrer. Er macht den Unterricht und er muss es können, er muss es vermitteln können, er muss die Konzepte begreifen. Ja, Standardisierung, das Thema ist heute ja auch schon mehr als oft gefallen. Ja, und angesichts der prekären Finanzsituation müssen wir aus der Verlagsperspektive mindestens einbringen, bezieht Lösungen, die ihr anbietet, auch auf bestehendes Programm. Ich habe das zum Beispiel mal mit der Telekom bei einem technischen System integriert. Die verteilen einfach auch proprietäre Software über Nacht auf Schulserver. Sowas. Also irgendwie das bestehende, tatsächlich proprietäre Systeme, die aber da sind, die viel Geld auch in der Entwicklung gekostet haben, dass die in solche Strategien mit eingebettet werden. Weil wir können nicht alles von vorne machen, weil wir wissen, gerade in der Bildung, das Geld ist begrenzt. Also auch die Budgets sind begrenzt. Ja, auch das, da will ich auch nicht tiefer drauf eingehen, das kam vorhin auch schon. Ja, bitte, lass die Lehrer keine IT machen, das ist nicht ihr Job, das können andere viel besser, das haben wir gerade gehört, die können das viel professioneller. Und diese Vielfalt von Speziallösungen sind für Content ist das der Tod, also der nackte Tod. Massenbewegungen lassen sich nur über Standardisierung bewegen, also das ist definitiv so. Solange das alles so vereinzelt ist, wird sich im Content-Bereich nicht viel bewegen. Ja, das ist unser Ansatz. Wir unterstützen und versuchen zu unterstützen dort, wo wir können, in alle Initiativen, so zum Beispiel auch Baden-Württemberg, also wo es um Standardisierung von IT-Lösungen geht, also Paketierung und so weiter und so fort. Das sind Themen, auf die wir uns gerne einlassen, um überhaupt diesen Markt ganz vorsichtig zu entwickeln.
Gleichwohl, also ich bleibe dabei, also das ist eine sehr subjektive Aussage. Am liebsten wäre mir, der Lehrer hätte einen Breitbandanschluss in seinem Klassenraum, ein schönes Whiteboard und sein Notebook daneben und dann könnte es losgehen. Jetzt kommen so langsam auch die ersten Hardwaregeräte, wo die Schüler preiswert an Sachen drankommen. Ich habe jetzt ein erstes Notebook ohne Festplatte und optisches Laufwerk gesehen für 300 Euro, was jetzt in den Markt kommt. Also da bewegt sich was. Also was das Szenario vielleicht auch von einer ganz anderen Seite her nach vorne treibt. Aber dann eher auch über simple Wege und nicht die Komplexität, die wir dem kleinen System Schule zumuten. Denn es sind viele kleine Systeme. Schulen haben oft 100, 200 Schüler. Das sind nicht mal die großen Berufsbildungszentren mit 4.000, aber das wissen Sie genauso gut wie ich. Ja, kritische Probleme, Installation. Oh ja, da haben wir in der Vergangenheit auch viel Mist gebaut. Also auch wir haben Benutzerverwaltungsrechte-Management-Systeme gebaut und so weiter, weil wir uns nicht anders zu helfen wussten. Es gab ja keinen Standard, hat viel Geld gekostet, aber wir wissen ganz genau, es hat überhaupt keinen Sinn. Wir werden damit nicht irgendwie den Markt überzeugen, wenn jeder einzelne Verlag dem Lehrer zumutet, alle Schülerdaten einzutragen. Das geht nicht. Das bringt nichts. Also er wird es irgendwann aufgeben. Das muss automatisiert erfolgen. Da muss es eben professionelle Lösungen geben, die wir von Schule nicht erwarten können. Ja, was sind unsere, wo sehen wir? Plattformunabhängigkeit kam vorhin auch schon. Internet finden wir prima. Sollte sowieso alles da reingeschoben werden. Das ist für uns das Einfachste. Dann braucht es nur von da geholt werden. Modularität ist ein Riesenthema. Wird sicherlich in allen größeren Häusern ganz, ganz intensiv diskutiert. Auch verteilte Systeme ist keine Frage. Das sind alles so Stichworte, die auch bei uns fallen oder die wir durch unsere Lernkurve mittlerweile ja auch bei uns angekommen sind, sagen wir es so einfach. Ja, Nutzbarmachung von Titeln aus der Backlist brauchen wir trotzdem, weil wir können nicht alles von vorne machen. Wir brauchen Lizenzmanagement, wir brauchen Lizenzmodelle. Da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, das gebe ich zu. Ich habe letztes Jahr bei uns aufgeräumt, wir hatten 15, glaube ich. Ich habe die jetzt auf 2 Lizenzformen reduziert, ganz schlicht und ergreifend. Die Schullizenz und die Einzellizenz und dann kann sich der Kunde dazwischen entscheiden und den Rest weggeschmissen. Das war Unsinn. Also wir hatten Mehrfachlizenz, Netzwerk, sowieso Lizenz, also gebe ich einfach zu, da haben wir übertrieben, also da hat jeder für sich mal so ein bisschen was ausgedacht, das muss nicht sein. Lasst uns das reduzieren, lasst uns das verstehbar machen, sodass unser Kunde was damit anfangen kann. Und natürlich, wenn es auf Landesebene geht, dann kann man sicherlich auch mit den Ländern eben über Gesamtlizenzen und sowas nachdenken. Das haben wir in Einzelfällen ja auch in der Vergangenheit schon getan. Das ist an der Stelle auch nicht das große Problem. Ja, was haben wir noch? Ja, realistische Konditionen, das ist sicherlich immer ein Streitpunkt. Halt, ich kann nur sagen, neue Medien kosten auch mehr Geld, neues Geld. Das sind einfach, wir arbeiten mit Videoformaten, wir arbeiten mit Audio, da kommen ganz andere Rechtegrößen mit rein. Wir arbeiten mit Technologie, arbeiten richtig mit Softwareentwicklung und haben weniger Nachfrage an der Stelle. Das ist ein Widerspruch, der sich bislang noch nicht aufgelöst hat. Hier in Teilen, in Nordrhein-Westfalen, haben wir ja wunderbare Modellversuche gemacht. Also dieses Selgo war eines, EFIT war ein anderes großes Modellprojekt, was jetzt auch fortgesetzt wird. Das sind Sachen, wo man ein Stück vorwärts kommt. Es gab die große Geschichte über den Bund damals, neue Medien in der Bildung. Da sind in allen großen Verlagen größere Projekte angelaufen. Wir brauchen auch übrigens diese Fläche. Wir brauchen solche Flächen, um uns auszuprobieren. Denn auch wir wissen nicht, wie die Welt aussieht von morgen. Wir müssen das mit den Lehrern erarbeiten. Und das fehlt auch in Deutschland, dass mehr investiert wird in die Medienpädagogik, in die medienpädagogische Forschung und auch in die praktische Erprobung von größeren Szenarien, also Content-Szenarien. Ideen, wie man die Wirklichkeit von morgen gestalten kann. Also dazu wird einfach auch ja, zu wenig Raum zur Verfügung gestellt. Ich habe ein paar Programme erwähnt, also ich spreche hier gerade in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen verhält sich im Prinzip fast beispielhaft an der Stelle. Das merkt man auch hier heute wieder. Ist aber auch, finde ich, klar, es ist das größte Bundesland, hat vor dem Hintergrund sicherlich auch die größte Verpflichtung in dem Kontext. Bremen kann sich das nicht erlauben, also definitiv nicht. Aber da ist dann wieder die Frage, ob Bundesländer wie Bremen überhaupt Sinn machen vor dem Hintergrund. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, weil bestimmte Entwicklungen kann so ein kleines Land nicht stemmen. Also es geht nicht. Gut, die de facto Standards, klar, wir unterstützen sowas. Wir erleben aber auch, dass bestimmte E-Learning-Standards, die nominell behauptet werden, sich praktisch überhaupt nicht realisieren lassen. Also weil dazu wieder die Wirklichkeit zu heterogen ist. Also ich kann immer hingehen, ich habe jetzt SCORM-kompatible Module. Erstens weiß niemand genau, was SCORM ist und zweitens komme ich dann wieder auf ein System, was überhaupt nicht SCORM kann. Und ich soll aber trotzdem da drin laufen. Also es ist schon ein schwieriges Thema. Ja, wünschenswert wären harmonisierte Schulinfrastrukturlösungen. Ja, Herr Langguth, machen Sie weiter. Das ist wirklich das, was wir brauchen. Anders geht's nicht. Aber das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt.
So, welche digitalen Medien für den Unterricht braucht Schule? Ja, auch das ist im Kern schon umrissen. Müssen abgestimmt sein auf curriculare Vorgaben, müssen die eigene Unterrichtsentwicklung unterstützen, Produktivitätstools, also was sehr viel gemacht wird, ist mittlerweile Lehrersoftware, also Toolboxen oder ähnliches, digitale Unterrichtsplaner, wo dann alle die Begleitmedien, die sonst früher als Folien da waren, einfach über CD digital ausgeliefert werden. Also Assets in dieser Form werden von den Verlagen in der Größenordnung Hunderttausende angeboten. Also müssen Sie, kann man, wenn man auf die Portale geht, findet man auch unendlich viel freies Material übrigens. Ich glaube, alleine auf unserem Portal finden Sie über 20.000 freie Materialien. Das ist durchaus auch Teil unseres Konzepts. Das ist bei den anderen, bei den Wettbewerbern nicht anders. Das gehört mit zu den Werbemitteln in der Form. Das führt übrigens aber auch zu einem Problem. Das will ich Ihnen gleich erläutern. Und zwar hat sich ein Branchenstandard entwickelt. Wir machen mittlerweile Schulbücher, die nicht nur Software als Begleitmedium kennen, sondern vor allen Dingen auch Internetportale. Wir benutzen dann sogenannte Webcodes, wo auf den Schulbuchseiten dann über Nummern angewiesen wird, wenn du die Nummer in ein Portal eingibst, kommst du zu diesem und jenem Inhalt, kriegst du diese und jene Übung. Warum machen wir das? Wir haben festgestellt, dass sich Software alleine nicht verkauft. Jetzt stecken wir die Dinger, die Scheiben in die Arbeitshefte und in die Schulbücher rein. Und machen dann solche Webcodes noch on top, dann kriegen sie auch noch was im Internet. Das hat Konsequenzen. Und damit bin ich wieder beim Geschäftsmodell und auch letzten Endes dann wieder beim Anfang. Die Konsequenz ist, dass mir der finnische Kollege erzählte, dass er aufgrund dieser Entwicklung seine Schulbücher in den letzten Jahren, 4 Jahren 25% teurer gemacht hat. Und jetzt kriegt er Haube vom Staat. Auf der Buchmesse, klar, kann ich verstehen, aber wir können nicht anders. Wir finden kein eigenständiges Geschäftsmodell, müssen digital machen, also packen wir das Zeug in die Bücher. Das funktioniert, Bücher kaufen die Leute. Das haben sie gelernt über ein paar, 700 Jahre und irgendwie, das ist gut, das funktioniert. Wir packen immer mehr rein, die Entwicklungen werden immer teurer, die Preise steigen. Ich sprach auf der Buchmesse mit einem amerikanischen Verband der Schulbuchverlage, die erzählten mir vom gleichen Phänomen. Ja, wir machen digital, wir packen das in die Bücher rein, unsere Bücher werden immer teurer und sie haben Probleme mit der Politik. Kein Wunder, klar. Kurz, wir brauchen an der Stelle auch neue Geschäftsmodelle, Lizenzmodelle, um letzten Endes mit dem Thema umgehen zu können. Denn langfristig lässt sich das so nicht mehr tragen. Also, weil auch wir davon ausgehen und wir sind fest davon überzeugt, dass absehbar mindestens in Deutschland, in anderen Ländern mag sich das anders verhalten, das Schulbuch Leitmedium bleiben wird. Das heißt, wir machen um das Leitmedium, also das Schulbuch, digitale Bouquets. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass so gut wie alles außer das Schulbuch absehbar digital wird. Aber wir haben keine Geschäftsmodelle dafür in diesem Markt. Und das, was wir da bislang treiben, wird nicht dazu führen, dass diese Entwicklung sozusagen anbieterseitig stark forciert werden kann. Dazu fehlen dann auch die Nachfragemodelle. Ist das nachvollziehbar? Okay, gut, dann denke ich, würde ich hier auch schließen wollen und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.